So, wir gehen der Sache mit Silber also weiter auf dem Grund. Ist zwar jetzt schade, dass wir ein Schiff verloren haben, aber es war zum Glück nur die Kriegsschaluppe. Es war sowieso das schwächste Schiff in meiner Flotte, wenn ich ehrlich bin. Das Rettungsboot können wir trotzdem einsammeln. Diese letzte Ehre will ich meinem guten Schiff hier noch erweisen. Also dann verfolgen wir den Silber nochmal. So ein ganz besonderes Schiff, was der hat. So ein Piratenschiff gibt es normalerweise nicht. Das da sollte ein schweres Geschütz sein. Ist da unten ein fünffaches mittleres? Okay, ich wusste gar nicht, dass es fünffache Geschütze gibt. Nach hinten hat er eine vierfache Gatling. Das sind also ein vierfaches schweres und ein fünffaches mittleres da. Nach vorne sind ein einfaches also entweder ist es ein dreifaches mittleres oder... Ja, es sieht nach einem dreifachen mittleren nach vorne aus. Das Ding ist gut bewaffnet. Wobei die Heckseite meiner Meinung nach ein bisschen schwach ist. Aber gut, für ein Schiff dieser Größe ist es sehr schwer bewaffnet. Und vor allem das da vorne, das sind mittlere Bordkanonen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, ich meine zumindest, dass es Bordkanonen sind. Piraten haben ja schwerere Bordkanonen als die Marine. Die Marine hat gerade mal die leichten. Piraten haben mittlere. Leichte natürlich auch. Wobei die Prokionen die schwersten haben. Kursänderung jetzt! Da kommt was aus dem Nebel. Wenn drei von den vier Plasmakanonen treffen, die gehen unter. Schiff in Sicht, Sir! Feuer! Das ging schnell. Piraten in Sicht, Sir! Ach, da kommen wir noch mehr. Feuer!
Schiffer hat das Handelsschiff dort ins schwarze Loch abgedrängt. Was ist das für ein Wesen, das so viele Menschenleben gefährdet, nur um seine Haut zu retten? Ein Wesen, das ich nicht kenne. Steuermann, auf Abfangkurs zu dem Handelsschiff gehen. Alles fertig machen, zum Schleppleinen überwerfen, sobald wir längsseits sind. Dann ziehen wir das Schiff in Sicherheit. Feuer! So, jetzt stelle ich mal kurz die Formation um, dass dann niemand bei der Rettungsaktion in dem schwarzen Loch zu nahe kommt. Feuer! Starman! Ein schwarzes Loch! Eigenes Versorgungsschiff in Sicht! Wir müssen näher heran. Auch wenn das Ganze hier ein recht kleines schwarzes Loch ist, sollte man es trotzdem nicht unterschätzen. Tödlichkeit hat es auf jeden Fall ebenfalls. Ein Versorgungsschiff, da können wir unsere Schiffe alle mal auftanken lassen. Brauchen tue ich das allerdings halt momentan nur bei dem hier. Der Rest ist noch voll genug. Das Schiff ist jetzt außer Gefahr, Sir. Wir können die Verfolgung fortsetzen. Du darfst mal kurz auftanken, der ganze Rest darf mir folgen. Ich meine, ich habe mir kaum Kratzer. Das Schiff sieht immer noch super aus. Das Torpedoboot ist eh schnell fertig mit der Reparatur. Ach, das fällt ihm jetzt erst auf, dass da ein Nebel ist. Ich frage mich, wozu ich überhaupt die Späher da eingestellt habe. Okay, Torpedoboot ist fertig mit der Reparatur, wie es aussieht. Also dann dürfte man alle mal so folgen. Da vorne ist ein Minenfeld. So, Moment. Wo war dieser Knopf nochmal? Moment, der war das doch, oder? Hm. Nö. Anscheinend zählen die nicht als Projektile.
Pfeil auf einmal die Richtung. Und rechts von uns. Ja, wie von so einem großen Schiff zu erwarten, war es natürlich auch die dementsprechende Minen- und Torpedoabwehr. Commander! Unter Piratenflagge fahren die prokionische Kanonenboote näher sich! Ja, die sollen bloß auf meine Breitseite kommen. Sehen Sie, was sie davon haben. Also, einmal volle Breitseite, bitte. Hier ist Geschichte. Ah. Oh, einmal schön auf den Knopf gedrückt und zwei Schiffe kaputt gemacht damit. Kommst du auch nicht mehr weg. Hm. So, hier sieht man schon ein bisschen was. Die Argentum und die Argentum. Da scheint es ein Schiff zweimal zu geben. Im Hintergrund sieht man noch einen Posten. Piratenstützpunkt. Ein ziemlich großer Piratenstützpunkt, will ich hierbei mal anmerken. Wo kommt dieses Geschützfeuer her? Sir, Sie haben Kanonen auf den Asteroiden ringsherum platziert. Dieser Ort ist eine Festung! Eine ziemlich starke Festung, möchte ich hierbei mal anmerken. Mit einem Schiff wie meinem kommt man da allerdings trotzdem schon relativ gut durch. Seite kommt. Oh, jetzt kann ich sie schon gar nicht mehr abschießen. So, und jetzt schauen wir mal, was es damit auf sich hat, dass es Silvers Flaggschiff hier zweimal gibt. Zumindest jetzt mal keins von beiden angreifen. Hm. Sir, Silvers Flaggschiff. Es gibt zwei davon. Was? Unmöglich! Jim, bist du das, Jungchen? Kann das wahr sein? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich oder das Tageslicht je wiedersehe. Ich hatte mich gerade zurück auf mein altes Schiff durchgekämpft, als diese verfluchte Fälschung mich abgefangen hat. Jim?
Jim! Ja, ich bin es, Jim! Ich bin der Echte! Der andere Silver ist ein Roboter! Vernichte ihn! Ein Roboter? Wie kann das sein? Ach, lass dir von diesem falschen 50er von Roboter keinen Sand in die Augen streuen, Jim. Dieses elende Ding hat mir schon meinen guten Namen gestohlen und die Piraten zu willigen Helfershelfern der Prokionen gemacht. Ich selbst bin seit Monaten hier gefangen. Genau das ist passiert, aber mir und nicht diesem Schraubenkasten da. Schieß sein Flaggschiff in Stücke, dann können wir die Sache noch aus dem Feuer reißen. Sir, uns läuft die Zeit davon. Die restliche Piratenflotte formiert sich neu zum Angriff. Sie müssen eine Entscheidung treffen. Silver, was soll ich tun? Woher weiß ich, wem von euch ich glauben soll? Vernichte ihn! Wenn ich dich so anschaue, Jungchen, deine Kommandoabzeichen glänzen, dass man sie von hier aus sehen kann. Hör auf deinen Instinkt, Jim. Er hat dich bis hierher gebracht. Ja, also wer da nicht draufkommt, dass der hier der Falsche ist, weiß ich auch nicht mehr. Ich wusste, wir schaffen es, Jungchen. Und jetzt lass uns diese Blechbüchse auseinandernehmen. Ist schön, dass der immer gleich die Breitseite zu mir zeigt. Bevor du da jetzt wegkommen kannst, meine Breitseite kann wieder schießen. Vernichte! 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 John Silver, ich wusste doch, dass Sie nicht derjenige sein konnten, der das alles angerichtet hat. Ich hab's gewusst! Ich bin froh, dass du das Vertrauen in mich nicht verloren hast, Jimbo. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh. Schiff in Sicht, Sir! Die Ansage kam gut. Ach, Männer, ihr wurdet getäuscht. Ihr Dummköpfe seid einer Roboterkopie gefolgt. Aber inzwischen ist das nur noch ein Haufen Ersatzteile, dank meines jungen Freundes hier. Also sammelt euch und lasst uns Commander Hawkins folgen. Betrachtet euch vorübergehend als Teil der Marine. Es wird Zeit, dass die Procs die Zeche zahlen. Alle Schiffe aufschließen und Fahrt aufnehmen. Wir haben ein Königreich zu retten. Ja, da haben wir ja doch nochmal eine gute Verstärkung im Kampf gegen die Prokionen gekriegt. Meine Mutter hat es schon immer gesagt. Je weiter du gehst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du wieder am Ausgangspunkt ankommst. So viele Jahre nach unserem Abenteuer auf dem Schatzplaneten stehe ich heute wieder Seite an Seite mit John Silver in der alles entscheidenden letzten Schlacht. Aber dieses Mal steht mehr auf dem Spiel als nur unser eigenes Leben. Wenn wir den Ort der Vertragsunterzeichnung nicht erreichen, bevor die Falle der Prokionen zuschnappt, dann ist das Königreich verloren. Befänden sich Königin und Parlament in den Händen der Prokionen, müsste die Marine kapitulieren. Wie es auch ausgeht, wenigstens weiß ich, dass Silver ein wahrer Freund ist, bis zum Letzten. Möge er nie erfahren, wie nah ich dran war, den Glauben an ihn zu verlieren. Wenn wir beide den heutigen Tag überstehen, werde ich dem alten Cyborg helfen. Aber zuerst wollen wir den Prokionen die Rechnung für ihre Taten präsentieren. Und die wird teuer.